Seit 2018 führen wir nun unsere jährliche Norwegenreise durch. Dieses Mal verschlug es uns nach Meisingset. Diesen Ort erreichten wir von Molde aus mit dem Bus. Von Bergen nach Molde sind es mit dem Flugzeug ungefähr 50 Minuten. Mit dem Bus fährt man gut nochmal anderthalb Stunden bis Meisingset. Die Gegend ist, wie überall in Norwegen, recht malerisch. Bei Ebbe ging ich mal in den Seitenarm des Fjordes und so sah unsere kleine Heimat aus. In diesem Bereich warfen wir unsere kleine Angel aus und dachten nicht, dass wir überhaupt was fangen. Aber potzblitz, eine kleine Meerforelle war umgehend am Haken. So waren wir frisch motiviert und Michael fuhr sogar mit dem Kanu raus und brachte einen ansehnlichen Fang mit. Hier sieht man mal das besonders schöne rosane Fischfleisch. Besonderes Fleisch ruft auch nach einem ganz besonderen Essen. Michael kreierte ein ziemlich perfektes Sushi zum Abendessen. An einem der Folgetage gab es wieder leichten Frost. Wunderschöne, leicht verschneite Landschaften boten sich dar. Und dort ist die kleine Insel, von der wir aus die Meerforelle gefangen hatten. Das hielt uns aber nicht ab, den Hafen zu besuchen und unser tolles Boot mal zu nutzen. Micha nahm schon mal die Schutzplane runter und kurz darauf hieß es Leinen los. Bei Vollspeed schafften wir ca. 22 Knoten. Damit lassen sich schon ordentliche Strecken zurücklegen. Hier sieht man Wolfgang und Micha und ich am Steuerrad, wie wir die Angeln gerade auswerfen. Was soll man groß sagen? Micha hatte wieder besonders viel Glück und zog ratzfatz 2-3 Fische aus dem Meer. Die
ein paar Leitfüße. Natürlich fuhren wir gleich weiter, weil ganz da hinten sind ja die großen Fische. Ist ja klar. An Fisch ging uns so alles an den Haken, was wir kannten. In dieser Jahreszeit war das wirklich eine große Vielfalt. Meerforelle, ein Lump, Dorsch, aber auch Pollack und Flunder waren mit dabei. Die kleinen Köhler und auch einen Dornhai ließen wir wieder frei. Na, das konnte sich doch alles sehen lassen. Der größte in der Mitte war ungefähr 7 Kilo schwer. Das Wetter war in dieser Jahreszeit natürlich unbeständig. Da hinten braute sich ordentlich was zusammen und wir fuhren wieder Richtung Hütte. Schließlich wollten wir auch noch das Abendessen zubereiten. Und die Filetierung der Fische nimmt ja auch Zeit in Anspruch. Am Folgetag zeigte sich Norwegen von unserer Lieblingsseite. Ziemlich glatte See, wunderschönstes Wetter. So war ein Angeltag auf See gleich angesagt. Die Ferienhäuser sind in schönster Lage, einfach traumhaft. Bei diesem fantastischen Wetter bereiteten wir auf dem Boot ein paar Pölzer zu. Die waren lecker und entsprechen in etwa unseren Bockwürsten. So, mal jetzt die Hintergrundmusik kurz aus und Stille. Da kommt man wirklich runter. Doch unerwartet wird unsere Ruhe gestört. Eisschollen knattern an das Boot. Das war recht erstaunlich, dass bei diesem Sonnenschein noch so recht große Eisschollen uns entgegenschwammen. Wir konnten es mit dem Boot teilweise nicht wegschieben und umfuhren diesen Bereich. Man sieht hier, dass auch größere Stücke dabei waren. Yeah.
Die folgenden Bilder sprechen einfach für sich. Mehr muss man nicht sagen. Hier nochmal der Fang des Tages. Es war völlig ausreichend und sicherte uns wieder eine tolle Mahlzeit. An einem der Folgetage wollten wir auch mal die Landschaft erkunden. Schlussendlich ist auch diese sehr sehenswert. Allein die Eisschollen hier auf einem Süßwassersee sind schon beeindruckend. Hier blicken wir durch ein paar Bäume auf einen vereisten See. Die kleine Hütte stand nebenan. Das war der vereiste See. Einfach wunderschön. Da wir an diesem Tag keinen Fisch gefangen haben, gab es eine Hähnchenpfanne und ein Ceviche als Vorspeise. Am letzten Tag starteten wir die Rückreise vom Flughafen Molde. Dieser ist wirklich klein und winzig und sehr übersichtlich. Fast alles geht über Automaten. Man muss sich da echt richtig zurechtfummeln. Die Aussicht ist hier wunderbar. Sowas hat man natürlich recht selten in Mitteleuropa. Auf dem Flughafen war fast nichts los. Sehr gemütlich. Und natürlich ging es zu Fuß auf den kleinen Cityhopper. Zum Abschluss noch ein paar schöne Bilder vom gesamten Kurzurlaub, der uns wieder gut gefallen hat. Und ich denke, wir werden im nächsten Jahr wieder eine Stelle in Norwegen besuchen.